Ja, guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel von Werder Bremen gegen Bayer 04 Leverkusen. Endstand im ausverkauften Wohnen-Westfalen-Stadion 3:2 für Bayer 04. Ich begrüße hier auf dem Podium beide Trainer und wir haben Glückwunsch an Herrn Alonso. Bitte, Ihr Statement zum Spiel. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ja, wir sind glücklich, wir sind zufrieden mit dem Ergebnis. Wir wussten nach Donnerstag, heute hier zu spielen war intensiv. Werder Bremen, sie spielen immer mit hoher Intensität. Sie spielen sehr gut, sie haben eine klare Idee. Nach dem Gegentor, war sehr, sehr wichtig für uns, die Unentschieden zu schießen von der Halbzeit. Wir haben ein bisschen gewechselt in den letzten 15 Minuten und auch in der Halbzeit. Wir waren effektiv. Es war nicht unsere most spektakuläre Leistung. Aber wir haben beteiligt, wir haben suffered till the end und zufrieden und weitermachen für nächste Spiel am Donnerstag. Vielen Dank. Ole, bitte deine Einschätzung zum Spiel. Ja, vielen Dank. Hallo von mir. Erstmal Glückwunsch zum Sieg. Ja, ich glaube, dass man grundsätzlich von der Leistung her heute ein gutes Spiel gemacht hat zwischen den Strafräumen, dass wir insgesamt mindestens auf Augenhöhe waren von den Spielanteilen, von den Chancen. Sehr, sehr variabel gespielt haben, sowohl über lange Bälle, zweite Bälle nach vorne gekommen sind, als auch über ein gutes Positionsspiel. Das war ähnlich wie schon in der Vorwoche wirklich vernünftig, wirklich ordentlich. Genauso haben wir eigentlich über weite Strecken auch sehr, sehr gut verteidigt, relativ wenig zugelassen. Aber unterm Strich geht es 3-2 aus. Ich glaube, dass 2 Tore zu wenig sind für uns und dass 3 Tore grundsätzlich von den Spielanteilen, die wir hatten, zu viel sind. Aber unterm Strich muss man sagen, dass die Qualität in den Strafräumen heute, die Leverkusen auf den Platz gebracht hat, den Unterschied gemacht hat im Vergleich zu unserer Qualität. Und deshalb, ja, am Ende entscheidet sich Fußball über diese spielentscheidenden Situationen. Da war Leverkusen besser, hat mehr Qualität auf den Platz gebracht und das war heute der Unterschied, ohne dass ich heute sagen könnte, dass wir ein schlechtes Spiel gemacht haben oder ich meinen Jungs irgendwas vorwerfen kann von der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind. Ganz im Gegenteil, aber am Ende hat die Qualität im Strafraum den Unterschied gemacht und das gilt es für uns zu verbessern. Vielen Dank. Olaf, dir vielen Dank. Wenn es Fragen gibt, kurzes Handzeichen bitte. Martin Globisch, bitte. Kann der Trainer bitte noch mal ganz kurz auf die Situation zum 3:1 der Leverkusener eingehen? Dann da war die Abwehr nicht konsequent genug. Die Leverkusener konnten sogar flanken und man wusste, dass die Leverkusener nicht gerade kopfballstark sind. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das so ist, dass die Leverkusener nicht kopfballstark sind. Die zu Toren führen. Aha. Ja. Im Endeffekt ist eine Situation, rechte Seite, einfacher Ballverlust in der Vorwärtsbewegung, Kontersituation, Flanke kommt. Im Fernsehen wurde sogar noch gesagt, weiß ich nicht, ob es stimmt, habe ich nicht so gesehen, aber im Fernsehen sagten sie, war sogar noch leicht abgefälscht, dass die irgendwo dann überhaupt bei demjenigen landet, der am Ende ins Tor köpfen kann. Das war die Situation. Ja, ich glaube, man muss den Ball da nicht verlieren. Man kann auch im Zentrum besser Kontakt halten. Ja, zu dem Spiel gehört dann auch, dass du 2 von 3 Gegentoren bekommst, wo irgendwo ein abgefälschter Ball eine Rolle spielt. Ja, das kannst du nicht beeinflussen, aber die beiden Dinge vorher kannst du besser machen. Gibt es weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann unseren Gästen alles Gute für die Saison, gute Heimreise. Ihnen und euch einen schönen Abend. Danke und bis dann. Ciao.